Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Taste. Ich bin ehrlich, keine Ahnung, welche Folgennummer, also geht's hier einfach ganz normal weiter. Ich denke mal, ihr seht es gerade auch im Bild. Jeder von uns kennt die Paulana Spezi, ist ja ein relatives Hypegetränk. Dementsprechend sollte es eigentlich jedem soweit ein Begriff sein. Und einige von euch haben bestimmt auch schon herausgefunden, dass es inzwischen auch ein Konkurrenzprodukt von Krombacher gibt. Und zwar die Krombacher Spezi. Da stellt sich natürlich die Frage, welche von beiden ist besser. Da muss man aber dazu sagen, es gibt natürlich auch die originale Spezi von der Marke Spezi, die auch tatsächlich, wie man hier sieht, eine Kooperation mit Krombacher hat und dadurch auch das Logo das gleiche ist. Hier ist irgendwas anders. Ich weiß nicht genau, warum Paulaner keine Direktkooperation mit Spezi hat. Scheinbar haben die einen eigenen Deal oder so mit Spezi gemacht. Das ist vermutlich auch schon lange her. Dennoch wollen wir doch heute mal herausfinden, welche der drei Spezi-Sorten am besten ist. Ich würde sagen, wir machen es so, wie es sich auch gehört. Wir fangen mit der normalen Spezi an. Ging einfach auf, leicht prickelnd, alles ganz normal. Farbe ziemlich dunkel, aber typische Cola-Farbe soweit, würde ich sagen. Riecht ein bisschen wie Cola-Eis mit leichten Orangen-Touch. Schmeckt auch so in Richtung wie Cola-Eis, also nicht so krass Cola-Geschmack. Die Orange rundet es leicht ab, das ist ganz schön. Also es ist eine gute Mischung, finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Dann kommen wir direkt zur nächsten, und zwar der Paulaner Spezi. Das ist die, die vermutlich allen am bekanntesten sein dürfte. Sehr viel prickelnder, auf jeden Fall. Dose ging nicht so einfach auf. Da ist mir auch aufgefallen, dass das hier so eine schmale Dose, dass so eine bauchige Dose und das eine 0,5er Dose ist. Ich weiß nicht genau, warum sich dafür entschieden wurde, aber so hat man auf jeden Fall Unterschiede. Beziehungsweise es gibt ja auch alle in anderen Varianten. Ist auf jeden Fall viel heller, hat mehr so eine Eistee-Farbe als so eine Cola-Farbe. Im direkten Vergleich sieht man das vielleicht auch ein bisschen. Riecht auf jeden Fall viel mehr nach Orangenlimonade und viel weniger nach Cola. Schmeckt auch mehr nach Limonade als nach Cola. Was vermutlich abzusehen war, ab dem Punkt, wo es heller war und auch mehr danach roch. Aber auch nicht schlecht auf jeden Fall. Und dann kommen wir zur dritten Sorte, und zwar den Krombacher Spezi. Ging auf jeden Fall sehr viel einfacher auf, hat auch wieder nicht so viel geprickelt und ist auch eindeutig wieder viel dunkler. Also hat wieder viel mehr so eine Cola-Farbe. So im direkten Vergleich sieht man schon, ist dunkler. Jetzt mal im direkten Vergleich mit der originalen Spezi. Auch dunkler als die originale Spezi. Das ist erstaunlich und damit auch die vermutlich mit dem größten Cola-Anteil. Riecht tatsächlich auch am ehesten wie so eine Vita-Cola, also eher nach Cola mit ganz leichter Zitrusnote. Und ich muss sagen, es schmeckt auch herber. Also ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass das mehr nach Cola schmeckt. Ich würde sagen, es schmeckt ein bisschen malzig. Ich weiß nicht, wer von euch zum Beispiel die Fassbrause von Aldi kennt. Vielleicht probiere ich die auch mal. Davon gibt es ja nur zwei Sorten. Zumindest nur zwei Sorten, die ich kenne. Da muss ich vorher nochmal recherchieren. Und es schmeckt auf jeden Fall malziger. Es hat tatsächlich einen leichten Bier-Touch. Ist aber alkoholfrei. Also ich glaube, das hätte ich nicht dazu erwähnen müssen. Das ist, glaube ich, klar. Weil sowohl Krombacher als auch Paulaner sind ja Biermarken. Dementsprechend sollte klar sein, dass die als Cola-Orange mit Mixgetränk natürlich auch alkoholfrei sind. Und ich muss sagen, ich glaube, so als Alltagsgetränk ist die normale ist die Paulaner Spezi auf jeden Fall die, die ich vermutlich am ehesten immer wieder trinken würde, weil die schmeckt halt einfach nach einer Limonade. Die normale Spezi schmeckt halt eher nach einem Cola-Mischgetränk. Ich persönlich bin nicht so der Fan von dem Cola-Geschmack. Und die Krombacher hat halt diesen Malz-Touch, den auch zum Beispiel die Aldi-Eigenmarke Fassbrause hat. Da gibt es ja auch Cola-Orange-Mix. Und den mag ich tatsächlich ziemlich gerne. Den würde ich euch vielleicht auch wirklich mal vorstellen, muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall, sie haben alle etwas für sich. Und ich denke, ich würde am ehesten zur normalen Spezi tendieren, was ich gar nicht erwartet hätte, to be honest, weil die meisten ja die Paulaner Spezi trinken. Aber da ist die Sache, wenn ihr euch unsicher seid oder bis jetzt es nicht ausprobieren wolltet oder was auch immer, probiert gern alle mal. Ich glaube, es ist für jeden Geschmack was dabei. Und eigentlich war es das an der Stelle auch schon mit dem Video. Ich war total erfreut, mal wieder die normale Spezi in einem Laden zu sehen. Und ich habe auch gesehen, dass auch Spezi inzwischen mehrere Sachen hat, also mehrere verschiedene Sachen im Angebot, zum Beispiel auch ein Energy Drink, den werde ich euch vermutlich auch noch irgendwann vorstellen. Ich muss sagen, alle drei haben was für sich.
Ich glaube, am ehesten mag ich die normale Spezi, dann die Krombacher, dann die Paulaner. Aber die Paulaner ist auch für alltagsfähiger. Also wenn ich nur noch eine Sorte trinken dürfte, wäre es vermutlich die Paulaner. Ist kompliziert an dem Punkt, aber alle trotzdem nicht schlecht. Und das war's jetzt komplett. Bis zum nächsten Mal. Schaut auch gerne in die anderen Videos und ciao.